Willkommen, wir sind wieder bei Rolling Hills und machen jetzt natürlich weiter. Wir müssen weiter mit unserem Level hochkommen, damit die Story weitergeht. Also gleich öffnen. Jo. Oh, Kratzer. Der Grand Lademproblemchen. Mensch, stelle ich ja mal richtig gutes Essen. Den bestellt. Okay, 222. Oh Gott, nicht so schnell. Auf einmal, ich muss mal wieder reinkommen hier. Hier, du kriegst den. Oh Gott, wir müssen Telefontussi da erledigen. Einmal Neuland, bitte. Kleiner, ich. Hallo, das ist nicht fair. Ich hänge hier fest. Kleiner, das ist absolut nicht fair. Ich jetzt. Oh, Alter, das war mies. Oh, dann haben wir den nochmal. Der Kleine hat mich voll in die Ecke gedrängt. Mei, oh mei. Das ist absolut unfair. Dieb. Bitte sehr, wir können zumindest alle bedienen. Oh Mann. Nein. So, du kriegst den da. Bitte. Der Kleine macht das schon. Dem. So, dir können wir noch den geben. Oh, unser Bürgermeister geht schon. Dem. Ben tut aber keiner, oder? Hier, du kriegst den Zweier. Hörst du wenigstens auf zu telefonieren? Der Kleine sabotiert mich, Mensch. Bitte. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Mann, der sabotiert mich aber volle Kanne. So, kommen eh noch neue Gäste. So, einmal Vierer. Bitte. Fisch, zumindest in zwei Jahren beim Start. Dieb. So, Dreier davon und hier bestellt man schneller. So, den Rest haben wir nicht am Start. Mach auf! Grad sagen. So. Wir haben immer zweimal Fisch. Bitte sehr. Du kriegst den. Der Fisch geht nur hier hin. Dann müssen wir auch mal neu laden. Okay, dann kriegst du hier den Fünfer. Den da. Bitte sehr. So. Ich wollte den. Dann kriegt sie hier. Bitte sehr. Hier geht natürlich dorthin. Jetzt haben wir wieder nichts am Start. Klemm mich nicht wieder ein, Kleiner. Ich warne dich. So, dem Fünfer gehen wir eh her. Dreier Süßigkeiten kriegen wir ziemlich selten, wenn ich mal ehrlich bin. Ah, jetzt haben wir sie mal. Bitte. Nein, er wollte Fisch. Ich glaube, wir haben alle erwischt, ne? Oder habe ich einen übersehen, der geschlafen hat? Ich hoffe nicht. Junge, das mit der EP kann sich ja noch entziehen. Hier, der Fünfer geht, glaube ich, hier hin. Den packen wir, glaube ich, da hin. Du kriegst den hier. So, lad einmal neu. So, er kriegt ihn hier. Und sie kriegt den anderen. Dann haben wir gleich alle bedient. Sehr schön. Nein. Nein. Hör auf zu piepen. Bitte. So, ihr werdet sofort alle bedient. Immer mit der Ruhe.
Sie hat ja schon... Warte mal. Du kriegst den hier. Du kriegst den da. Nein! Hör auf zu piepen. So, den Fünfer gehen wir mal hier hin. Bitte sehr. So, die bestellen hier wohl schneller als Nachbar Lumpy Wow sagen kann. Mann. Erstmal hier, bevor ihr jetzt unzufrieden wird. Gut, die Essen gehen schon. Hier Oma. Christina. Du kriegst den und den packen wir selbstverständlich durch hin, aber ich glaube, wir haben alle. Na, er bestellt nochmal. Jo, ein Dreierfisch. Okay, kriegen wir hin. Bitte sehr. So, jetzt haben wir alle. Sehr schön. Und Kleiner, das will ich nicht nochmal sehen, dass du mich da einklemmst. Auf keinen Fall. Jo, alles perfekt hier. Schön. Den Schlafmannröntchen. Spiel gespeichert. So. Dann gucken wir als erstes mal Wren. Definitiv. Was haben wir nicht für Aufgaben heute? Kaufe alle Zutaten im Markt, putze drei dreckige Tische, räume deine Möbel um. Erst mit den dreckigen Tischen ist auch so eine Sache, seitdem wir da unseren Turbo-Roboter haben, ne? Aber gut, wir werden es sehen. Ja. Ultra elektrisch, ultra ist zwar gut, aber charmant. Tisch sowieso nicht. Nein. Und hier? Ultra profitabel. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Gibt mehr Geld. Aber ich hätte ehrlich gesagt gerne... Charmant war das, ne? Warte mal. Ja. Das ist zwar nur charmant, aber kaufen wir trotzdem. Geld verdienen wir im Moment eigentlich genug. Mir geht's wirklich jetzt um die EP. Nützt alles nix? Wir gehen mal kurz im Markt einkaufen. Das wollen wir doch. Und bei wem waren wir eigentlich bei für die Freunde? Ihn haben wir hoch. Ihn auch. Bei ihr waren wir bei, ne? Ne, bei ihr. Bei ihr. Genau. So, dann kaufen wir einmal kurz leer. Muss ja auch sein. Sehr schön. Und dann gehen wir gleich noch ins Café. Und dann machen wir auch gleich weiter. Vor natürlich das Charmant-Ding ausstellen. Das dürfte jetzt nicht allzu viel bringen. Aber ultra charmant hatten wir bis jetzt noch nicht ein einziges Mal, ne? Ich glaube nicht. So. Aber jede Kleinigkeit hilft. Gut, dann hau einmal kurz rein. Zumindest das, was geht. Das geht ja zumindest hier noch rein. Dankeschön. Danke. Pilz ging... Doch, geht. Sehr schön. So, den können wir doch noch reinhauen. Ich vergesse immer hier unten zu gucken, aber wir machen erstmal den. Ja, gucke mal, den haben wir auch auf Maximal Level. Sehr schön. Guck mal, hier unten haben wir auch noch Sachen. Hau rein. So, der geht jetzt auch. Haben wir den auch schon auf Stufe 3? Das ist gut. Der noch irgendwo rein? Yo. Hau rein, das Ding. So, Pilz geht auch. Sehr schön. Ja, Haus in die Erdbeertorte. Ein Träumchen. In der rote Teppichrolle.
Der Kürbis geht aktuell nirgendwo? Nein. Und das? Auch nicht? Na gut, das dürfte auch nicht gehen. Nein. Ist nicht schlimm, aber wir kriegen ja noch neue Rezepte. So ist es nicht. So. 1000 über. 400 gehen jetzt weg. Aber das ist auch nicht schlimm. MDC-Verkostung. Und wir nehmen Min, damit wir sie erstmal hochkriegen. Sushi-Bot und Min haben den Vormittag miteinander verbracht. Natürlich kann ich für dich mal ein Spiel pausieren, Sushi-King. Ich werde meine Chat bestimmt schon vermisst. Danke für die Einladung. Brauchst gar nicht wegrennen, es gibt noch eine. So, DC-Verkostung. Nein, nein, ich habe mich verklickt. Ah gut, Gibson müssen wir auch noch herkriegen. Sushi-Bot und Gibson haben den Vormittag miteinander verbracht. Meine Einladungen zerstören sich normalerweise selbst, aber das ist auch nicht schlecht. Ich muss zugeben, ich hätte mich lieber an einem sicheren Ort getroffen. Es wundert mich nicht, dass du mehr über mich wissen möchtest. Aber wenn ich dir die Wahrheit erzähle, muss ich dich abschalten. Einigen wir uns fürs Erste darauf, dass ich der Mann mittleren Alters bin, der in den höchsten Schichten der Regierung arbeitet, um mysteriöse Vorfälle zu untersuchen. Das reicht dir nicht? Na gut. Alles begann mit einem mittlerweile berühmten Fall. Die Jagd nach D.B. Cooper Jr. Aber genug geredet. Jetzt lass uns einfach diesen erstklassigen Kaffee genießen. Sushi King hat mit Gibson Zeit im Kaffee verbracht. Du hast Gibson besser kennengelernt. Aufpoliert, Lilbot kann Möbel putzen und so vorübergehend ihre Wirkung erhöhen. Informationen darüber findest du im Freunde-Menü. Ich wollte eigentlich Ming fertig machen. Gut. Ja. Ja, ihn haben wir schon fertig. Ihn haben wir fertig. Ihn haben wir jetzt auf Stufe 1. Wollte ich aber eigentlich nicht. Eigentlich sie. Aber gut, dann machen wir es beim nächsten Mal. Sie fehlt ja auch noch. Er fehlt noch. Sie ist. Er fehlt noch. Und da kommt ja noch jemand. Folge haben wir nichts Neues, ne? Nein. Gut, haben wir alles Wichtige erledigt für heute? Oder? Warte mal. Räum deine Möbel. Nein, 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 nein. Aber das müsste gleich zählen, wenn wir unsere Säule da hinstellen. Didi. Ich frage mich allen Ernstes, warum ich manchmal Schlehen drin habe. Faustwünsch, alles ist an. Ich weiß es nicht. Deko, genau. Also was ist denn die hier einfach? So hin? So? Haben sie uns nicht im Weg steht? Jo. Jo, hat gezählt. Sehr schön. Und drei dreckige Tischen. Ich glaube, das wird eine Kunst. Aber wir probieren es. Restaurant öffnen. Na, dann bestellt mal schön. Da können wir die nennen. Na gut, zumindest einmal. Hier, du kriegst erstmal den da. Nein, das brauchst du gar nicht versuchen. Gut, wir geben ihr hier den Zweier und sie kriegt den Fünfer. Meiner. Ich war schneller. Bitte sehr. Oh, guck mal, ein Siebener. Den kriegt sie hier. Na, sie bestellt nochmal. Jo, hier, Christine. Haben wir gleich neu lang? Ach, guck, der Kleine hat die Lampe geputzt. Hallo, hier wird die Wirkung etwas erhöht, ne? Das ist gut. Gib halt auch ein bisschen mehr EP und so. Wie nur 3. Mal 4. Gut, das geht ja. Alles klären. Bitte. Hier, du kriegst die Trommelrolle. Nein! Ah! Dann kriegst du die. Also manchmal.
Nein. Erwischt man hier echt die falschen Leute? Das war keine Absicht. Mach nix. Müssen Sie durch. Können froh sein, dass wir auch was kriegen, wenn Sie hier schlafen. So, ich muss einmal neu laden. So, du kriegst auch mal den. Du kriegst auch mal den. Der geht auch mal nach hier. Der geht auch mal hier hin. Na ja, gut. Das war zwar jetzt auch nicht der, den ich wollte, aber das passt schon. Das ist sehr schön. Keine dreckigen Tische heute? Ist das schlimm? Bitte. Hier. Du kriegst erstmal 5er Fleisch. Den brauchen wir denn da hin? Ne, keine dreckigen Tische heute. Warum auch immer. Oder der Kleine ist wieder so schnell, dass sie nichts dreckig machen. Aber wir haben das einmal sauber gemacht. Jo. Meiner! Der Kleine ist so beschäftigt, damit die Möbel zu putzen, dass er nicht mehr zu den Tischen kommt. Oh, schön. Okay, hier, du kriegst den. Du kriegst den. So, alle haben bestellt, das ist gut. Bitte sehr. Kleiner, klemm mich nicht wieder ein. Nein. Der geht da hin. Einmal neu landen, bitte. So, einmal hier hin. Einmal dahin. Hier geht hier unten. Alle wollen Süßigkeiten. Echt jetzt? Bis auf einer. Meiner. Entschuldigung. Hör auf zu piepen, Mensch. Ich sagte, hör auf zu piepen. So, nein, ich hab's gesehen. Der pennt. Hör auf zu piepen. Meiner! Bitte sehr! So, nix am Start, was wir brauchen. So, du kriegst den. Er geht hier hin. Oh, Maya, sie kriegt das bessere Essen. So, wir haben das fertig mit dem Tisch, ne? Ja. Schön. Okay, EP gab es in der Tat etwas mehr. Jo, lief doch sehr gut alles. Aber leider immer noch nicht genug. Schön, dann haben wir auch jetzt schön geschlafen. Das freut einen doch. Und wenn heute für Aufgaben? Kaufe ein Möbelstück, putze 3 dreckige Tische, gib 1000 Gold aus. Immer dieses Standardprogramm. Oh, eins hat dem anderen. Wir brauchen eh mehr in Charmant. Wir gucken einmal bei Vrin. So, das Bücherregal ist super charmant. Und charmant war? Super ist schon mal gut. Aber wir gucken das erstmal durch. Das ist nur charmant. Das ist elektrisch, ne? Yep. Und nur charmant. Das ist entspannend. Okay, wir nehmen das super charmant. Du verdienst damit Erfahrung, wann immer ein Gast das Restaurant betritt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Danke, Vrin. Hat auch gezählt. So, im Markt geben wir sowieso wieder Geld aus. Essen muss höher, nützt alles nix.
Dankeschön. So, natürlich gehen wir auch gleich nochmal ins Café und diesmal bitte darauf achten, dass wir Ming nehmen. Dankeschön. Und nicht wieder Gibson. Gibson wollen wir natürlich auch. Wo das jetzt nicht geschadet hat, muss ich zugeben. Bekommt mehr Zoll für die Tische, weil der Kleine ständig Möbel putzt. Halt, nicht die Gurken vergessen. Was ist das hier eigentlich, das Regal? Hier ist nur dick, oder? Ja. So, das Ei, das kommt gleich hier hin. So, Fisch, hier. Ah, komm, den kriegen wir jetzt auf Stufe 5. Wir haben noch mehr Fisch, ne? Jojojo. Wunderbar. Siehst du mal, ist das auch ein Qualifier? Mehr Höhe geht das auch nicht. Hier, das kommt hier hin. Ein Sashimi. Die Ding. Oh, dann machen wir erstmal den hoch. Das kann in die Pixelrolle. Sehr schön. Das kommt hier nochmal rein. Ah, fast. Fast. Das kommt nochmal in die Erdbeertorte. Die meisten Zutaten können wir ja noch einsetzen. Das ist gut. Warum auch immer ein Wolkenkohl in eine Torte kommt. Das ist schön. So, die Zwiebel geht hier drin. Kürbis kommen immer noch nicht, ne? Nein, nein. Und die Fische auch nicht. Nein. Das ist immer das gleiche. Ich gucke trotzdem mal nach. Bei unseren Rezepten ändert sich auch mal was. So, jetzt haben wir nur noch drei dreckige Tische, die wir putzen müssen. Kriegen wir alles hin. Aber jetzt geht's erstmal ins Café. Ich glaube, die Sushi-Köchin kommt nicht mehr. Habe ich so das Gefühl. Dessert und wir nehmen Min. Sushi-Bot und Min haben den Vormittag miteinander verbracht. Natürlich kann ich für dich das Spiel pausieren. Das ist nett, danke. Auch im letzten Gespräch war ich total am Ende. Die Hasser im Chat haben nicht geholfen. Aber ich war vorher schon fix und fertig. Mir ist klar geworden, dass ein Traumjob trotzdem noch ein Job ist. Ich habe 6 Tage die Woche gestreamt, weil ich meine Plattform weiter wachsen lassen wollte. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass ich alles verlieren würde, wenn ich keine neuen Follower mehr kriege. Jetzt gehe ich am Wochenende mit meinen Freunden wandern, komplett offline. Und das hilft wirklich, die Dinge klarer zu sehen. Um meine Ziele zu erreichen, werde ich immer hart arbeiten müssen. So funktioniert die Welt einfach. Aber ab jetzt nehme ich mir auch Zeit, die Früchte meiner Arbeit zu genießen. Dafür kann ich mir niemandem ein schlechtes Gewissen machen. Das stimmt schon. Man muss zwar schon dabei bleiben, wenn man was erreichen will, aber allerdings, es bringt auch nichts mit aller Gewalt. Man braucht auch mal eine Pause. Sushibot hat mit Min Zeit im Café verbracht und mehr über sie gelernt. Was Min besser kennengelernt? VIP-Rabatt reduziert die Preise im Herausforderungspunkte-Shop um 50%. Das ist schön, dass sie es alles billiger haben. So, Min haben wir fertig. Den einmal kurz gucken. Ihn haben wir ja auch schon. Ihn haben wir. Gibson wissen wir. Sie haben wir durch. Und die unten finden. Ja, bis auf sie. Ich würde aber jetzt gerne erstmal Maya weitermachen. Ein Erlebnis im Café verleiht Sushi King einen Temposhoot für einen Tag. Das ist super und das Festmann hätte ich auch gern. Wir machen Maya erstmal weiter. Das heißt, einmal können wir ja auch noch. Die Kaffee, Dessert. Maya. Sushi King und Maya haben den Vormittag mal wieder miteinander verbracht und es reicht nicht. Jetzt schulde ich dir schon zweimal was, Sushi King, für deine Einladung und für deine Hilfe im Café. Ich weiß unsere gemeinsame Zeit zu schätzen, Sushi King. Danke für die Einladung. Ja, okay. Wir kriegen sie hoch. Alles keine Frage. Haben wir denn jetzt alle Aufgaben erfüllt?
Ja, bis auf die dreckigen Tische, das ist klar. Und aufbauen müssen wir auch einmal kurz unseren schönen, guten Automaten. Ein Moment. Dekor. Bücherregal, ne? Bücherregal. Gott, das Problem ist, das wird hier langsam echt voll in der Bude. Adema. Die ist ja nicht so groß. Ne? Und hier in die Ecke kommen wir relativ selten. So. Ich muss hier leider ein bisschen stauchen. So. Passt da so nicht, wie ich es gerne hätte. Einen Moment. Das ist Bücherregal. Das soll hier an die Wand. Dich, wie es geht, kriege ich die Säule da noch zwischen? Ah, ja. Siehste mal. Und das Blümchen, das sollte eigentlich hier hin, aber was stellen wir denn hier nehmen, wenn es noch passt? Ja. Das wird hier langsam etwas eng. Aber gut, dafür gibt es jetzt aber auch wieder mehr Erfahrungspunkte. Dann passt das Ganze doch. Gut, wir sind fort am Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Natürlich geht's hier weiter. Wer hat denn Stufe 15 erreicht? Koste es, was es wolle. Is it shizzy?